So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. No Signal, müsste aber gleich kommen. Dankeschön. Sag ich doch. Und was wollte ich sagen? Ach ja, wir sind Part 9 und ich habe es endlich geschafft, Thumbnails zu erstellen. Also ab Part 3 gab es dann Thumbnails. Da ich festgestellt habe, dass ich doch nicht der einzige YouTuber bin, der Mario Maker 2 hochlädt, und dann dachte ich, ist vielleicht ein Thumbnail ganz sinnvoll, um so ein bisschen erkennbar zu machen, welches Video welches ist. Deswegen steht sogar jetzt mein Name mit drin. Das heißt, wenn ihr gutes Mario Maker Gameplay sehen wollt, dann klickt ihr nicht auf die Thumbnails mit dem Conincon88. Gut, haben wir das geklärt. So, ich möchte ein Level ausprobieren, was unglaublich crazy aussieht. An sich möchte ich aber auch gar nicht das Level ausprobieren, sondern nur der Glitch, der da verwendet wird. Ich möchte den Glitch einmal gerne sehen. Und ansonsten wird das Level einfach nur die Hölle sein. Deswegen will ich das nur kurz ausprobieren. Und was ich in dem Part noch ausprobieren möchte, ist der Online-Modus. Der scheint nämlich ziemlich Müll zu sein. Aber wir werden sehen, ob er das wirklich ist. So. Ja, vier Leute haben das bisher abgeschlossen. 4530 haben es gespielt. Insgesamt wurden 175.072 Versuche gestartet. Das ist ein großes Level. Lethal Ejection. Let's go. Es spielt ein bisschen mit einem On-Off-Glitch. Und zwar, dass man einen Block aktiviert. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt startet. Kann ich am Anfang erstmal stehen oder muss ich direkt? Okay, genau. Und dieser Glitch funktioniert folgendermaßen, dass wenn man den on drückt, während man in dem Block ist, wird man so hochgedrückt. Ich weiß nicht, ob das immer passiert oder ob man das wirklich timen muss. Das heißt, ich werde jetzt sehen, wie einfach oder schwierig das Ganze ist. Ah ja, es passiert also nicht einfach so. Gut. Das heißt, man muss das wahrscheinlich sehr stark an der Ecke machen. Ich will an sich auch wirklich nur einmal den Glitch sehen. Ja, das war der Glitch. Genau das. Oh Himmel. Okay. Das heißt, ja, cool. Das heißt, der ist tatsächlich auch noch schwer auszuführen. Und es geht das ganze Level über nur um diesen Glitch. Ich lasse mich mal kurz den ersten Teil davon angucken. Ja, also, ja. Der startet einfach vom Startpunkt aus. Der geht nicht zurück oder so. Der läuft los und springt in die Ecke. Okay, alles klar. Das heißt, wenn ich das nicht hinkriege, bin ich einfach zu doof. Gut. Gut, dass wir das geklärt haben. Okay. Ja, wie gesagt, ich will an sich nur mal kurz diesen Glitch sehen. Da bin ich schon zufrieden. Aber der ist gar nicht so einfach auszuführen. Sensationell, den hintereinander zu kriegen. Also immer wieder vor allem dann. Hä? Ach so, man muss noch mal. Oh, man springt von dem Block. Oh. Oh. Okay, jetzt verstehe ich den. Das ist gar kein. Es ist schon ein Glitch in dem Sinn, aber man springt noch mal ab. Das passiert nicht von selber, das muss man bewerkstelligen. Oh. Alles klar. Ja, verstanden. Und das geht das ganze Level so durch. Ich glaube, gut 40 Sekunden oder so. Ja. Falsche Richtung. Oh mein Gott. Na.
Gott. Das ist heftig. Ja, tschüss. Das ist echt heftig. Das muss man wirklich wahrscheinlich sehr lange üben, um da irgendwas hinzukriegen. Wow. Jetzt kriege ich das nicht mehr hin. Ah, und dann geht's immer noch. Ich gehe immer weiter. Ich müsste immer links rum, rechts rum. Okay. Nein. Und dann gleich weiter. Okay, ich werde das jetzt nicht weiter probieren. Das ist okay, ja? Ihr versteht den Gedanken von dem Level. Wow. Das ist sick. Das ist richtig sick. Aber wie gesagt, ich möchte gegeneinander Level spielen. Lokal geht ja so jetzt nicht, ne? Aber gegeneinander geht. Soll später auch so sein, dass man da gegen seine Freunde kämpfen kann. Aber was ich halt schon gesehen habe bei Hübi zum Beispiel. Abo-Empfehlung geht raus. Hübi, guter Kerl. Was ich gesehen habe, ist, dass es einmal sehr lange dauert, bis es losgeht, offensichtlich. Wow. Wow. Ah ja. Und dass es halt, sobald einer von den Leuten schlechte Verbindungen hat, das könnte jetzt also auch ich sein, bricht das Ganze halt ein. Okay, ich bin Luigi. Das Level kann man sich nicht aussuchen. Es wird einfach irgendein Level. Rätsel! Ein Rätsel! Okay, es sieht im Moment flüssig aus. Das ist schon mal gut. Ja, so viel dazu. Okay. Und ihr seht ja, ne, es ist Kollision an. Das heißt, man kann sich gegenseitig auf den Keks gehen. Und zwar ganz enorm. Anscheinend checken die überhaupt nicht, wie das Level funktioniert. Verdammt! Nichts gesagt. Oh mein Gott. Jetzt bin ich wieder hier unten. Ich habe doch schon verstanden, wie das Level funktioniert. Lass mich einfach da hoch. Aber ihr seht schon, es hat so ein paar Ansätze zu laggen. Und wenn das natürlich schlimmer wird, dann ist alles zu spät. So, ich habe den Schlüssel. Ich muss nur noch runter. Die müssen alle noch hoch, also das werde ich locker gewinnen. Wenn ich nicht sterben soll. Wait! Die können mir den Schlüssel abnehmen, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Ach so. Ich dachte, jeder spielt für sich, aber man kann interagieren, aber nicht so interagieren, dass man dann auch so Gegenstände abnehmen kann. Das ist ja sick. Oh mein Gott, was mache ich denn jetzt hier? Ah, ich wollte gerade fragen, wie komme ich denn hier hoch? Aber so komme ich hier hoch. Jetzt ist unten der Schlüssel. Wait, damit habe ich dann ja aufgemacht. Dann können die hier den Schlüssel da unten jetzt einfach holen, ne? Wait, das ist ungünstig. Wow, das ist ja voll frech! Das ist ja voll frech! Ich habe die Arbeit gemacht und der holt sich das Ziel. Das ist mal ein Kill-Stil. Oh! Das ist halt für... Das ist... Das Level ist toll.
Aber für ein Gegeneinander ist es überhaupt nicht sinnvoll. Das ist ja komplett dumm. Jetzt werden neue gesucht. Ich dachte, man bleibt in der... Oh nein. Das ist ja komplett dumm. Also klar, wenn es ein normales Level ist, wo von links nach rechts geht, okay. Aber ein Rätsellevel ist dann für sowas ja super ungünstig. Also das war mit das ungünstigste Level, was man in einem Gegeneinander-Modus haben hätte können. Wow. Weißt du, ich mache oben den On-Off-Block aus und er geht unten rein, holt sich den Schlüssel und geht ins Ziel. Boah. Boah, ist das ein Troll. Gegen die Zeit kurz und knackig. Piranha covern. Cavern. Oder so. Okay, wir spielen also... Ist das 3D-World? Ich bin tot. Kann das sein? Ach so, dann startet man wieder von vorne. Oh, jetzt habe ich ihn groß gemacht. Ist das mein Ernst? Ja, es ist 3D-World. Oh, seht ihr die Lags? Oh mein Gott. Man weiß halt dann immer nicht, an wem es liegt. Das kann natürlich auch an mir selber liegen. Oh no. Okay, aber der Grüne ist halt schon weiter vorne. Ich weiß nicht, wo der ist. Oh, hier ist er gerade. Das heißt, hier könnte ich jetzt Folgendes machen. Ich könnte einfach warten, bis er den erledigt. Und dann geht das Ding hier auf. Ne, was natürlich... Oh mein Gott! Nein, ich bin doch dran! War ich jetzt nicht schneller? Oh, dann war es aber ganz knapp. Ach, dann war es aber ganz knapp. Level ist super. So ein Level funktioniert. Ja? Bei halt gut mit dem Boss. Wie gesagt, der andere kann den erledigen. Gibt es für den zweiten und dritten Platz keine Punkte? Es gibt nur Punkte, wenn man gewinnt. Are you shitting me? Also es gibt gewinnen oder nichts. Das ist fair. Ja, okay. Es geht doch recht... Also gerade jetzt geht es recht flott, aber es ist auch Abend. Vielleicht ist es jetzt besser, vielleicht ist es jetzt auch vom Internet her besser. Interessant, wie viele den Pullover haben, den ich auch habe. Ah, das ist halt auch ein schöner Pullover, kann man nicht anders sagen. So. Oh, das wird... Ich merke jetzt schon Lags. Seht ihr das? Wieso habe ich jetzt Luigi... Warum? Ja, jetzt hängen die da rum und ich bin tot. Das war ja natürlich smart. Wow. Ja, das war jetzt nicht so gut. Oh mein Gott. Ja. Okay. Ist hier wenigstens ein Pilz? Oh, das ist ein Yoshi. Den nehme ich auch. Guck mal, der andere Blaue ist auch gestorben. Wo sind die anderen eigentlich? Die werden überhaupt nicht mehr angezeigt. Aber er ist wieder hinüber. Wait, wie soll man da rein? Hä? Oh mein Gott. Ach, da kommt ein Yoshi einfach raus. Oh, die sind alle gestorben.
ist er wieder, besteht er wieder Chance. Mist. Ah. Ja, es nützt mir leider nichts, weil ich nicht als Erster ran bin. Schade. Aber seht ihr die Lags? Seht ihr das Problem mit dem Online-Modus? Ich verstehe es. Ich verstehe das Problem, ja. Ein Level war toll. Level war voll okay. Wer hat denn da jetzt für Mittel gestimmt? Oder stimme ich da gar nicht fürs Level? Ich habe keine Ahnung, für was ich da stimme. Ah, das muss ich halt... Das ist halt... Ja. Das verstehe ich halt nicht, dass man nicht vorher so eine Verbindungstest macht und wer halt nicht den Verbindungstest besteht, spielt halt nicht mit. Weil letztendlich kann die Person, die die schlechte Verbindung bringt, eh nicht viel vom Spiel haben nachher. Also kann man sie doch auch gleich ausschließen, so blöd es klingt. So, ich bin der blaue Toad, ja? Jetzt hat nur einer Yoshi... Cool. Moment, aber erreiche das Ziel mit Yoshi? Das heißt, im Moment habe nur ich das die Möglichkeit jetzt zu gewinnen, ja? Sehe ich das richtig? Oh. Ja, wait. Kriegen wir jetzt nochmal einen Yoshi? Oder wie sehe ich das? Ah ja. Ja, dann. Wow. Ah, das ist jetzt wieder der gleiche Quatsch, ne? Wait, nur der mit dem Schlüssel kann da durch. Das ist ja komplett dumm. Okay. Nein! Oh boy! Wait, da war kein Midway Point. Ja klar! Natürlich! Ja, natürlich. Das ist fair. Oh mein Gott. Ah, ich sehe das schon richtig. Ich muss nicht nochmal. Ich muss nochmal. Ah, ne, die Tür ist offen. Lol. Die ist einfach... Oh no. Oh no. Wie sie mich einfach daran hindern wollten, ins Ziel zu gehen. Frech. Lull. Nice. Keine Ahnung, was man da jetzt abstimmt. Ob das jetzt das Level ist, weil normalerweise kann man ja kein Mittel geben für das Level. Aber hier vielleicht schon. Keine Ahnung. Yeah! Plus 160. Sick. Also es ist schon ein interessanter... Also wenn der Modus funktioniert, dann ist er cool. Wenn er funktioniert. Ja? Wenn der Modus funktioniert, ist der richtig cool. Ich habe den auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich dachte, das ist
Aber es ist eben, gegen alle kann man, also gegen random Leute kann man spielen, aber eben nicht gegen Freunde. Das war mein Irrtum. Ich bin der rosa Toad. Ne, ich bin Toadette, okay. Ja, also praktisch der rosa Toad. Let's go. Klassisch, kurz und knackig. Ne, ich halte mich zurück. Genau deswegen. gibt's hier einen Katzen-Mario? Nein, oh Mist. Oh, das war ja dumm. Oh, nice. Irgendwas müsste da ja sein. Oh, da oben wäre eine Abkürzung. Wait, vielleicht muss man da sogar hin. Ja, das ist jetzt ja... Oh, ja, das war's. Die Nummer ist durch. Schade. Verliere ich jetzt wieder Punkte? Wahrscheinlich ja, ne? Ich weiß nicht, über was man da abstimmt. Ist das das Level? Aber das ergibt ja gar keinen Sinn, weil wenn man zum Beispiel gar nicht viel vom Level mitbekommt, weiß man doch nicht, ob das toll war. Verstehe die Abstimmung nicht. Ah, man verliert tatsächlich Punkte, okay, aber nicht viel. Das ist okay. Ist aber halt auch wieder interessant, wenn hier Level kommen mit Zielbedingungen, die nur ein einziger erfüllen kann. Na? Wie mit dem Yoshi zum Beispiel. Da zanken sich dann nachher alle ums Yoshi. Du kannst davor noch so gut laufen, es zanken sich am Ende alle einfach nur noch ums Yoshi. Okay, diesmal bin ich wieder der Toad, der Blaue. Ja, oder das. Man muss einen One-Up-Pilz sammeln und wenn es nur einen gibt, dann war's das. Was war das denn? Gib mir das. Ist jetzt halt die Frage, wo der One... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo der One-Up-Pilz ist, was? Wait. Wo ist denn der One-Up-Pilz? Oh, da hat einer den One-Up-Pilz gefunden. Dann kann ja nur Pepe jetzt abschließen, ja? Ja, okay. Ha! Ist das jetzt... das kann nicht das Level sein, weil sonst gibt man dem Level ja auch nur Buu oder Yeah. Na, wie auch immer, wir machen weiter. Bis 30 Minuten oder so spielen wir noch, dann hören wir auf. Das kann man ja jederzeit beenden, das ist ganz gut. Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, nach welcher Kategorie hier die Spiele ausgesucht werden. Wahrscheinlich schon nach der, wie abgestimmt wird. Diesmal bin ich Mario, okay. Super Mario Land S World 1.1. Kurz und knackig Thema. Das klingt nach einfach durchlaufen. Okay. Ja, let's go. Gut, ich konnte halt nicht sofort loslaufen, aber ist okay. Oh no. Ja, rip me. Da wird halt gleich einer im Ziel sein. Es ist halt immer die Frage, will man anhalten und eventuell ein Power-Up noch mitnehmen? Oder... Es gibt halt nicht mal hier ein Power-Up. Oh, nice.
Aber jetzt ist halt das Problem, der wird halt gleich im Ziel sein da drüben. Nevermind, der ist nicht gleich im Ziel. Dann habe ich ja noch reale Chancen. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich hoffe, da kommt nicht irgendwann ein Abgrund in die... Ah, was ist das? Irgendwann... Ah, da ist es. Ich habe gewonnen. Nice. Hallo? Hallo? Habe ich jetzt gewonnen? Ja, ne? Es kam nur keine Meldung. Okay, passt schon. Dann kommt keine Meldung. Es kommt nur die Meldung, wenn der andere gewinnt. Sehe ich das richtig? Ich glaube, ja. Yay! Aber ich finde es ein bisschen schade, dass man als Zweiter, Dritter und so, wenn man noch ans Ziel schafft, überhaupt nichts bekommt. Das finde ich ein bisschen schade. Aber also internettechnisch jetzt am Abend läuft es ganz gut. Wir hatten jetzt nur ein einziges Level, wo es ein bisschen geleckt hat. Nicht mal so dramatisch. Am Abend geht's eigentlich. My first level in Mario Maker 2, Destroyer E. Rätsel. Münzen sammeln. In einem Gegeneinander-Modus. Was ist denn, wenn es jetzt hier so wenig Münzen gibt, dass wir die nur zusammen sammeln könnten und dann, sobald einer... Na, das wird nicht funktionieren. Ich bin gespannt. Ja, was ist denn, wenn es in dem Level 130 Münzen gibt? Oh mein Gott. Da sagt er gerade noch was von Lex. Ja, das hört gleich auf. So kann man natürlich auch die 30 voll machen. Ah. Ja. Ich schließe mich an. Kann derjenige, dessen Internet hier gerade absolut kacke ist, bitte einfach rausgehen? Falls derjenige weiß, dass er es ist. Ja, das wird halt eh nix. Ah. Der erste ist raus. Aber der war's schon mal nicht. Wow, ich treff den Block halt. Und er geht RIP. Gut, Toad. Aber dann ist potenziell der Luigi der Internet-Guy. Weil Toad war ja auch so auf, hä? Was soll das? Ja, das brauchen wir echt nicht weiterspielen, ne? Ah, Ladekringel. Wenn Luigi rausgeht, könnte man es ja zu Ende bringen, vielleicht. Keine Ahnung. Aber wir bewegen uns langsam auf. Oh. Auf einem spielbaren Level. Für halbe Geschwindigkeit zumindest. Ich habe die Slow-Mo angemacht, das ist alles. Hat Spaß gemacht. Genau. Ich gewinne das. Easy. Warum zählst du oben eigentlich meine Münzen nicht? Oh mein Gott.
sehe halt überhaupt nicht meine Münzen. Das bringt sowas von nicht. Oh! Oh! Oh, es war der blaue Toad! Der blaue Toad hat's verkackt. Weil jetzt ist er raus anscheinend. Halt, stopp. Da waren noch Coins. Aber ich weiß halt jetzt nicht, wann ich die Münzen habe. Der zählt die da oben ja nicht mit. Die Nuss. Ja, toll. Hä, wie komme ich denn da rein? Hä, gar nicht anscheinend. Oh no. Ich sehe es kommen. Man braucht hier genau 120. Und es gibt hier genau 120. Und wir kriegen niemals so die 120 zusammen. Oh nein. Solche Level müsste man halt von Anfang an rausnehmen aus dem Online-Ding. Also aus dem Multiplayer. Weil das wird genau 120 Münzen in dem Level geben. Oh, nice! Ich wollte gerade sagen, wie es halt sinnvoll wäre, aber es gibt mehr Münzen anscheinend. Weil ein paar hat er auch gesammelt. Ja, dann. Cool. Hat sich es ja gelohnt, hartnäckig zu bleiben und die Lags auszuhalten. Habe ich nachher noch Punkte geholt. Ja, Mensch. Ja, Level ist toll. Also das Level an sich ist toll. Für einen Multiplayer ist es nicht so toll. Keine Ahnung. Was man hier jetzt abstimmt. Ob man über das Level an sich abstimmt oder über das Level für den Multiplayer alleine. Ich weiß es nicht. Gut, eine Runde machen wir noch, weil die gerade so lange gedauert hat. Aber gerade dann, wenn ich sage, oh, heute Abend geht's ja mit den Lags, kriege ich genau so ein Match. Natürlich. Wer hätte das erwartet? Let's go. Super Mario Bros. World 3.1. Ist das einfach ein Rebuild? Wer bin ich denn? Ich bin Toadette, okay. Das ist einfach ein Rebuild, ne? Oh mein Gott, das ist einfach ein Rebuild. Nein! God dang it! Gab's da nicht irgendwo eine Röhre, die eine Abkürzung war im Original? Oder war das ein anderer? Anderes Level. Aber jetzt sind im Moment, ich bin vorne. Ich brauche jetzt mich nicht um Röhren kümmern. Ich bin vorne. Ich muss jetzt nur überleben. Okay, ich bleibe vorne. Hier ist eigentlich auch noch. Ist das das Level, wo eigentlich ein Dings über einem rumfliegt? So ein Lakitu? Oh, wir haben es gleich. Oh, nice, wir haben es. Nice. Sehr schön. Prima. Ah, jetzt verstehe ich die Nachrichten. Wobei, an sich ist es nur ein Rebuild. Es gibt eigentlich keinen Toll für ein Rebuild. Ach, ich bin wieder nicht am Nachdenken. Andererseits ist ein Rebuild für ein Multiplayer-Modus ja okay. Ist ja ein schönes Level. Also für Multiplayer war es in Ordnung. Hat Spaß gemacht, tatsächlich. Komm, noch eins. Ich kann nicht aufhören gerade. Ich brauche jetzt erst wieder eine Niederlage, dass ich aufhöre, glaube ich.
Aber das wird wirklich, wirklich, wirklich dringend notwendig, dass man da auch gegen Freunde spielen kann. So ist es aktuell ja wirklich nur ein reines... Hey. Na? Wir sind irgendwelche Leute, die gegeneinander spielen. Wie gesagt, es macht Spaß, keine Frage. Aber man will halt ja auch gerne mal mit seinem Kumpel da durchlaufen, zum Beispiel. Und ich bin tot. Cool. Das hat ja gut funktioniert. Nice. So, jetzt versuchen wir mal ein bisschen aufzuholen. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen was riskieren. Oh, da wäre eine Blume. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, der Blaue ist vorne. Und der hat gewonnen. Weiter kann ich jetzt nicht weiterlaufen. Leider gibt es keine Nachricht, die man gratulieren, wo man gratulieren kann. Na komm, das war kurz, eine Runde noch. Das war viel zu kurz. Und es ging viel zu schnell. Let's go. Aber das hat halt auch wieder Spielwert, ne? So, wenn der Modus funktioniert, ist der voll gut. Die Pesky Plumbers von Trisomat. Oh, da lasse ich mich nicht runterschieben, Freunde. Da könnt ihr selber loslaufen. Problem? Nein! Oh mein Gott! Der Luigi ist jetzt schon ganz weit vorne. Der wird gleich abschließen. Oh oh. Der wird gleich abschließen. Oh cool. Dankeschön. Nein, der Luigi ist wieder hinten. Der ist irgendwo runtergefallen. Da sind nur Münzen drin. Die brauche ich nicht. Ist ja keine Zielbedingung oder so. Oh boy. Hoppa. Nice. Okay, ist das ein Midway? Das ist der Midway Point. Ah, es geht in die Röhre hier rein. Okay. Das heißt, ich bin jetzt hier alleine. Wir gehen über den Weg. Na gut, war irrelevant. Oh boy. Hä? Oh Junge. Das wäre jetzt im Multiplayer-Modus. Also es ist ja der Multiplayer-Modus, aber wenn jetzt hier alle wären, ne? Wäre vorbei. Wieso geht das jetzt rund? Hä? Ach so. Ne, wenn jetzt hier alle wären und wir uns hier gegenseitig runterstoßen würden, das wäre natürlich super. Aber so haben wir zum Glück. Wow. Oh, was? Nur mal so dumm gefragt. Wie schließen die das jetzt ab, wenn die hier reinkommen? Die Lava steigt ja hoch. Das ist doch... Die haben doch gar keine Chance. Ich bin doch hier ganz alleine. Wie wollen die das noch abschließen? Mal gucken, was ist Resnor? Oder so ähnlich. Das war wieder nur die Hälfte, was? Hä? Jetzt bin ich wieder im gleichen Raum wie die sind, oder was? Aber dann ganz woanders.
Ah, jetzt geht's hier zu Bowser. Okay, dann kann ich da jetzt einfach durch. Sick. Also, schönes Level. Multiplayer technisch eher ungünstig. Außer bei jedem steigt die Lava einzeln, aber das war ja nicht der Fall. Ja. Da voten sie einfach das Level für Boo. Oh, ich kann nicht aufhören. Ich muss aber aufhören. So. Ich will das Level, das Video nicht zu lange machen. Oh, jetzt kriege ich natürlich hier das, die Bösewicht-Shorts. Mehrere Siege und dafür bekomme ich Bowser irgendwas. Wir gucken uns das gleich über die Dinger hier an. Es geht schneller. Die Bowser-Maske. Oh, und Pull hat es auch mittlerweile. Short and Easy ist mittlerweile auch schon gebreakt, sage ich ja. Bowser-Anzug und Bowser-Maske und Bösewicht-Shorts. Ja, let's go. Nein. Das haben wir alle schon gesehen. Das ist neu, ne? Ne, das ist Sonnhawaii. Wo ist denn das Bowser-Ding? Hä? Ach, hier. Ah, nee. Nee. Gib mir meinen. Lul. Hä, wo war denn der? Das ist die Bösewicht-Shorts. Das ist der Totenkopfrock. Ach so. Hä, wo war denn jetzt mein... Ach, hier. Okay, also... Nein, Bowser kommt weg. Das ist ja Quatsch. Nein. Gar nichts. So. Nein, ich bleibe erstmal noch bei der Hose. Die finde ich besser. Aktuell finde ich die besser. Okay. Gut. Habe ich doch schon gelesen, Mensch. Geh doch weg da unten. Alles klar. Dann haben wir ja ein bisschen was gemacht. Oh, Baumeisterpunkte habe ich halt auch noch gehabt. Wait, was sind das denn hier für Dinger? Medaillen? Wann bekommt man die? Für was? Ab wann bekomme ich die? Maker Points? Maker Points Weekly? Abgeschlossene Level? Level als erster? Ab wann? Wie viel muss ich machen, dass ich das bekomme? Erfahre ich nicht. Cool. Danke, dass wir darüber geredet haben. Ja, okay. Steht hier nirgends. Aber es gibt offensichtlich Medaillen für sowas. Na gut. Dann danke fürs Zuschauen und tschüss.